häufigste Russen-Klischee in Deutschland, was man hört, ja, du kannst doch saufen, Wodka, keine Ahnung, aber ich trinke keinen Alkohol. Und das häufigste Südländer-Klischee ist auf jeden Fall, dass wir alle Frauen verarschen und es nie ernst meinen. Mein Name ist Juri Abdul, ich bin halb Afghaner, halb Russe, bin in Kassel aufgewachsen und bin Rapper. Meine Mutter kommt aus Russland und mein Vater kommt aus Afghanistan. Mein Vater ist von Afghanistan nach Russland gegangen, da war der ziemlich jung. Ich glaube auch wegen dem Krieg damals und so, hat dort angefangen zu studieren, Lehramt. Und da hat er halt auch meine Mutter kennengelernt in der Uni. Ich war schon auf der Welt, meine Mutter war noch schwanger mit meinem Bruder, meinem Jüngeren, und mein Vater ist dann nach Deutschland geflogen. Er hatte schon viele Bekannte hier, die haben ihm halt hier Arbeit versprochen. Und dann hat er so einige Stellen probiert, aber das wurde halt nichts und dann hat er halt auf der Baustelle angefangen. Ich denke mal 93, 94 sind wir nach Deutschland gekommen. Aber wir mussten dann tatsächlich erstmal 5 oder 6 Monate im Asylantenheim leben. Mein Vater hat dann halt immer mit uns da gechillt, so, was bringt das dann, wenn er in der Wohnung chillt ohne uns? Und dann sind wir halt auch in eine Wohnung gegangen, ja. An den ersten Schultag in Deutschland kann ich mich super dran erinnern. Ich weiß ganz genau, das Foto von der ersten Einschulung. Ich stand da mit so einer, keine Ahnung, in Deutschland macht man das ja mit so Tüten, keine Ahnung, mit diesen spitzen Dingern, wo so Süßigkeiten drin sind. Und ich kannte das vorher gar nicht, ne? Und dann war ich so, ich hatte voll die Optik so, und dann habe ich das Ding aufgemacht, dann war da voll viel Schokolade und dann, ja, war cool alles auf jeden Fall. Aber ich habe Deutsch gesprochen und dann bin ich in die Klasse reingekommen und alle wollten mich so begrüßen und ich hatte gar keinen Bock auf die alle, ne? Weil ich habe teilweise nicht verstanden, was sie von mir wollen. Da waren da so Bausteine oder sowas und dann habe ich diese Bausteine umgetreten und habe mich einfach hingesetzt und mit keinem geredet und habe so die Arme verschränkt. Aber dann so nach einer Woche oder nach zwei bin ich dann halt warm geworden. Ich bin in Russland tatsächlich in Wolgograd aufgewachsen. Ich ging da auch zum Kindergarten, bevor wir hierher gekommen sind. Es sind sehr viele Blocks, so sehr ostenorientiert halt. Viele kaputte Häuser halt auch. Und da stehen halt auch viele Denkmäler vom Krieg noch. Und weil die Stadt hat ja eine Historie. Und wenn man da reinfährt, dann merkt man das auch. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr unbeschreibliches Gefühl auf jeden Fall. Wenn man sich denkt, okay, hier ging es mal ab. Dieses Großstadtfeeling, diese Gerüche, habe ich manchmal hin und wieder irgendwo in Deutschland, wenn ich irgendwie reise oder so, dann habe ich diesen Moment kurz und dann sage ich immer, bleib mal stehen. Und dann will ich das so auffassen und dann denke ich so ein bisschen dran. Und dann verschwindet das aber auch wieder ganz schnell. Und manche Ecken, die man dann so sieht oder wenn man in Treppenhäuser geht, dann denke ich mir so, krass, okay, das sieht schon so aus wie damals bei uns. Und ich kann mich auf jeden Fall noch an vieles so erinnern, so an unsere Wohnung, an die Treppenhäuser. Und ich war ja auch ein paar Mal da, ich fahre da auch noch ab und zu hin, fliegt dahin und besucht da halt auch meine Familie. In Kassel aufzuwachsen ist interessant. Ich denke, ich würde nicht wegziehen. Ich mag das eher so kleinlich. Ich feiere Großstädte allgemein nicht so, weil da zu viel Traffic ist. So für Termine und so reicht das alles, aber dann will man auch irgendwann so seine Ruhe haben. Da bin ich so ein bisschen rentnermäßig eingestellt, keine Ahnung, oder spießermäßig. Ja, und Kassel ist auf jeden Fall super. In Deutschland ist es so, wenn ich den Leuten erzähle, wo ich herkomme, die sagen direkt, okay, du bist ein Südländer, du kommst doch aus der Türkei oder aus Albanien, aus, keine Ahnung, ich habe alles schon gehört. Und dann sage ich so, ja, kann sein, da hast du recht, so, zum Teil bin ich Südländer, aber zum anderen Teil bin ich auch auf jeden Fall Russe, so. Und dann haben die auch meistens immer Optik. Und wenn ich meine Sonnenbrille noch abnehme und die blauen Augen sehen, dann sagen sie, ja, okay, daher die blauen Augen, so. Die sind so sehr offen dafür und sehr friedlich, so, wenn ich sage, dass ich Russe bin. Und in Russland ist es auf jeden Fall sehr krass, da werde ich nur auf Südländer abgestempelt, auch wenn ich sage, ich bin halb Russe, so, für die, wenn du dunkle Haare hast, dann bist du auf jeden Fall ein Südländer und da hast du es als Südländer schwerer als in Deutschland auf jeden Fall, ne?